Schmusen, toben, knabbern an allem und jedem, Rambock spielen und natürlich viel trinken, Lämmchen Mila in ihrem Element. Ganz lammfromm wird die kleine Schafdame, dann aber beim Kuscheln mit Ersatzmama Valerie Kamper aus Kassel. Die WG der 20-Jährigen ist seit 6 Wochen das Zuhause des Minischafs. Ohne Valerie hätte das 800 Gramm leichte Lämmchen die Zeit nach der Geburt kaum überlebt. Die Idee kam ganz spontan beim Gespräch mit dem befreundeten Schafzüchter. Dann kam eine gute Woche später der Anruf, ja, ich habe noch nie so ein kleines Lamm gesehen. Und wenn du Lust hast, hol's ab, aber wenn, dann jetzt. Und dann bin ich 200 Kilometer bis nach Hintergießen gefahren, um dieses kleine Lamm abzuholen, was so entzückend war. Hast du das wirklich gut überlegt? Nee, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich saß im Auto und hab gedacht, Valerie, was machst du eigentlich? Aber so idyllisch wie heute war es nicht immer. Ersatzmama Valerie hätte sich die Anfangszeit nicht so schwierig vorgestellt. Es ist schon super anstrengend. Also man muss alle 2 Stunden aufstehen, die braucht alle 2 Stunden Milch, Windeln wechseln, auch viel, viel öfters als bei einem normalen Baby. Das ist, die Mila hat, glaube ich, in 2 Wochen fast 200 Windeln verbraucht. Und es geht natürlich auch super ins Geld, aber es gibt einem unglaublich viel zurück. Mittlerweile ist Mila aus den Windeln rausgewachsen. Schlafplatz plus Toilette hat sie jetzt auf dem WG-Balkon. Und wenn es mal nicht pünktlich Essen gibt, dann wird auch schon mal lautstark protestiert. Tja, meckern hilft anscheinend. Alle 4 Stunden gibt's das Fläschchen 3 bis 4 Liter am Tag. Dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Mila weicht Valerie fast nie von der Seite. Das färbt ab. Die Mila denkt, sie ist ein Menschenkind. Ich war mit der Mila im Kinderschutzhaus und da konnte sie mit Kindern spielen. Das fand die klasse. Währenddessen, sie war auch zwischendurch mal mit ihrer alten Herde zusammen. Da hat sie mich angeguckt und als die Lämmer und die anderen Schafe sie angeblökt haben, blökte sie mich an, so nach dem Motto, was sind denn das für komische Dinger? Ähnlich erstaunt sind auch die Kassler beim Anblick der kleinen Schafdame. Macht sich aber ganz schön hier in dem Ambiente, oder? Ein Schäfchen mitten in Kassel. Ja, ist was anderes, weil so sieht man nicht direkt in der Stadt und bringt das Dorf ein bisschen näher. Aber da das Dorfleben natürlich doch viel schöner für Mila ist, sind die beiden die meiste Zeit in Kalden bei Valeries Pferden. Eine Freundschaft fürs Leben, aber in 6 Wochen heißt es dann für beide Abschied nehmen. Dann ist die Wohnung zu klein für das Merino-Dorber-Schaf. Wenn ich daran denke, dann wird mir schon ganz anders zumute, weil die Mila ist einfach ein Teil meines Lebens jetzt geworden. Aber ich weiß auch, dass es das Beste für sie ist und umso früher sie in ein normales Schafsleben zurückkehrt, desto einfacher wird sie es haben. Ob sie in eine Herde kommt oder in privaten Händen bleibt, das will Valerie noch entscheiden. Für eins wird sie aber ganz sicher sorgen. Als Osterlamm wird Mila nicht enden. Verantwortung.